Heute backe ich Zimtsterne. Dazu brauche ich 5 Eiweiß, nehme ich 450 Gramm Puderzucker und 500 Gramm Mandeln. Zunächst schlage ich jetzt das Eiweiß schön steif. Wenn es schön steif ist, lasse ich den Puderzucker langsam einrieseln. So, jetzt fange ich schon mal an, langsam Puderzucker einzurühren. Eine Schüssel nehme ich jetzt davon ab. Das ist vielleicht doch ein bisschen viel. Die brauche ich nachher, um den Guss für die Zimtsterne. Das kommt nachher oben drauf. Vanillezucker habe ich jetzt drin. Jetzt kommt Bittermandelöl, Backöl, 4 Tropfen. Dann kommt Zimt rein, 2 Teelöffel. Und die Mandeln werden jetzt eingerührt. Das war so viel, dass der Teig kaum noch klebt. Für Zimtsterne kann man gemahlene Mandeln natur belassen. Also es müssen nicht die geschälten sein. Ich finde das. Schwerer der Teig. Das ist soweit. So, sieht das schon richtig schön fest aus. Ja, so macht das schon einen guten Eindruck. Ja. Jetzt wird er noch für eine Stunde in den Kühlschrank gepackt und dann werden sie ausgerollt. So, den fertigen Teig rolle ich jetzt aus und dann kommt er in den Kühlschrank. Dazu nehme ich eine Plastiktüte, die ich aufgeschnitten habe. Darunter lege ich mir die Hölzchen, weil die 5 mm ausgerollt werden. Das entspricht immer so, dass ich hier gut rollen kann. Jetzt packe ich mir den Teig darauf. Sieht schon, man kann hier die Folie wunderschön abziehen. So, jetzt kommt das Endgültige, jetzt rolle ich auch den Pizzen so längs.
Jetzt kommt der Teig jetzt so mit der Folie noch 20 Minuten in den Kühlschrank. Aber ich will es noch mal zeigen. Jetzt sieht er richtig schön glatt aus. Später nehme ich dann so einen Ausstecher. Kann ich dann, drücke ich jetzt so zusammen. Tauche ich vorher in Puderzucker rein. Dann kommt er so in den Teig. Ist noch zu weich, muss in den Kühlschrank. Dann kann man nachher später, bleibt er hier dann hängen und dann kann ich ihn so aufs Backblech setzen. Ich tauche den Ausstecher in Puderzucker, damit es nicht klebt. Ich steche damit in den Teig. Den kann man ein bisschen zusammendrücken. Und dann lässt er sich dann schnell lösen. Wunderbar. 5 mm ausgerollt den Teig. Und ich bin sehr schön raus. Jetzt werden sie mit Zuckerguss gepinselt. Jetzt backe ich sie erstmal auf Umluft 100 Grad eine Viertelstunde und dann nochmal auf 75 Grad eine halbe Stunde. Ein bisschen aufwendig mit dem Zuckerguss, aber es macht auch Spaß. Ein Silikonpinsel ist nicht so geeignet, am besten so ein Haarpinsel nehmen. So, sind sie fertig. Kommt sie in eine Dose. Ja, die Dose nicht ganz verschließen, damit sie nicht zu hart werden.